In meinem heutigen Vortrag geht es um die Selbsthilfe, ihre Funktionen, ihren Nutzen, ihre Probleme und ihre Perspektiven. Das derzeit die gesamte Gesundheitspolitik überschattende Thema Corona wird dabei zunächst überhaupt nicht vorkommen. Das möchte ich der Diskussion vorbehalten, denn die Beschädigungen und zum Teil Verwüstungen, aber auch die neuen Chancen für die Selbsthilfe, die wir als Folge der Epidemie beobachten, kann man nach meiner Ansicht erst dann vernünftig bewerten und diskutieren, wenn man sich zuvor mit der Substanz der Selbsthilfe beschäftigt hat. Das möchte ich jetzt tun. Die Selbsthilfe. Seit den 80er Jahren gehört es in der Bundesrepublik zum gesundheitspolitischen und gesundheitswissenschaftlich guten Ton, Selbsthilfe irgendwie prima zu finden. Auf Selbsthilfe als Form der Organisation und der Intervention scheinen sich nahezu alle Fraktionen und Akteure der Gesundheitspolitik leicht einigen zu können. In unterschiedliche Mischungsverhältnisse ist Selbsthilfe für die einen Ausdruck sozialer Emanzipation, von zunehmender und bewusster Selbstbestimmung, also von Empowerment, von praktischer Medizinkritik und auch ein Beitrag zum Abbau überzogener Medikalisierung. Für die anderen ist Selbsthilfe Ausdruck gelebter Subsidiarität, Instrument für die rationalere Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, für die bessere Bindung an medizinische Therapien, also Adherence to Therapy, und Ansatzpunkt für finanzielle Einsparungen. Selbsthilfe bildet so im gesundheitspolitischen Diskurs eine Art Scharnier zwischen konservativ und progressiv, zwischen paternalistisch und emanzipatorisch, zwischen rechts und links, zwischen Medizinsystem und sozialen Bewegungen. Die Existenz verschiedener Generationen von Selbsthilfe und Selbsthilfeorganisationen, also von den ehrwürdigen anonymen Alkoholikern bis zu aktuellen Gründungen für seltene oder vorher nicht bekannte Krankheitsbilder, und der zunehmenden Digitalisierung der Selbsthilfe und neuen Entwicklungen wie die der jungen Selbsthilfe vermittelt darüber hinaus das angenehme Gefühl der Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Wandel. Und weil es hier um Gesundheitspolitik geht, deren Spielregeln nach einer hübschen Metapher dem Spitzentanz im Haifischbecken gleichen, wo also jeder gegen jeden kämpft und das durchaus nicht nur mit fairen Mitteln und für lautere Ziele, sind alle Akteure immer wieder dankbar, dass es auch Themenbereiche und Akteure wie die Selbsthilfe gibt, auf deren Löblichkeit und Wünschbarkeit sich alle stets einigen können. Selbsthilfe ist deshalb ebenso wie Prävention ein beliebter Gegenstand von Sozialbelletristik und Sonntagsreden aller Art. Aber immerhin, die Unterstützung der Selbsthilfe der GKV durch die GKV ist auf diesem Wege in den letzten 30 Jahren von einer Kann-Bestimmung über eine Soll-Bestimmung zu einer Pflichtleistung geworden und die Beträge sind auch gestiegen. Das liegt natürlich auch daran, dass der Nutzen der Selbsthilfe im Grunde unbestritten ist. Und dieser Nutzen liegt auf drei Ebenen, der ökonomischen Ebene, der zivilgesellschaftlichen Ebene und der gesundheitlichen Ebene. Und die drei Ebenen möchte ich im Folgenden kurz abhandeln. Unbestritten ist der ökonomische Nutzen. Immer wieder wird vorgerechnet, dass die Selbsthilfeförderung in Deutschland durch Einsparungen sonst anfallender Leistungen des Sozial- und Gesundheitssystems, aber auch durch unentgeltliche Leistungen der Bürgerinnen ein Mehrfaches der Aufwendungen erwirtschaftet. Die Forschungen zur Zivilgesellschaft sehen in den Gesundheits- und Sozialleistungen das größte Wachstumspotenzial innerhalb des weder staatlichen noch gewinnwirtschaftlichen sogenannten dritten Sektors in industrialisierten Ländern. Und das gilt auch im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und den dadurch ausgelösten Multiplikatoreneffekten. Der volkswirtschaftliche Nutzen, der derzeit von Selbsthilfegruppen hervorgebracht wird, liegt in allen Untersuchungen oberhalb von 4 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist doch schon mal was. Also alles einfach toll. Ich möchte nicht auf die methodischen Probleme solcher Untersuchungen, 4 Milliarden und so, eingehen. Ich möchte auch gar nicht bestreiten, dass mit solchen Zahlen Forderungen nach mehr Einfluss und mehr Geld gut begründet werden können. Ich möchte vielmehr darauf eingehen, dass solche Untersuchungen und die Art ihrer Präsentation in der Öffentlichkeit auch ein ungutes Gefühl hinterlassen können. Und zwar nicht wegen der Ergebnisse, sondern wegen der mit ihnen verbundenen Denke. Ich möchte das mit ein paar Fragen verdeutlichen. Würden wir denn Selbsthilfe nicht mehr gut finden und nicht mehr für förderungswürdig halten, wenn der ökonomische Nutzen nicht nachweisbar wäre?
Oder wenn der gleiche gesundheitliche Nutzen zum Beispiel durch verbesserte Psychopharmaka oder mehr Zwangsregeln in der Krankenversorgung zu erreichen wäre? Oder wie würden wir ein kostengünstiges gesundheitspolitisches Instrument, wie es die Selbsthilfe nach diesen Untersuchungen ist, bewerten, dessen gesundheitlicher Nutzen sich vor allem in den mittleren und oberen Sozialschichten realisiert, also vor allem solchen Bevölkerungsgruppen zugutekommt, die eine geringere Krankheitslast zu tragen haben und damit im Ergebnis die gesundheitliche Ungleichheit vergrößert? Das ist keine irrelevante Frage. Immerhin findet sich auch in reichen und im internationalen Vergleich sogar ziemlich zivilisierten Ländern wie Deutschland nach wie vor eine große sozialbedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen. Teilt man die Bevölkerung grob gesprochen nach den traditionellen Kriterien der sozialen Schichtung, also Bildung, Einkommen, Stellung im Beruf, in 5 gleich große Gruppen, also in Quintile, so zeigt sich, dass im Durchschnitt für Angehörige des untersten Fünftels in jedem Lebensalter, also von der Wiege bis zur Bahre, das Risiko ernsthafter Erkrankung oder des vorzeitigen Todes ungefähr doppelt so hoch ist wie für Angehörige des obersten Fünftels. In Zahlen bedeutet dies, dass Menschen aus dem untersten Fünftel in Deutschland im Durchschnitt circa 7 Jahre früher sterben als Menschen im obersten Fünftel. Männer ist die Differenz 9 Jahre und bei Frauen 5 Jahre. Und zudem haben Menschen aus dem untersten Fünftel im letzten Lebensdrittel wahrscheinlich unvermeidlich auftretenden chronisch degenerativen Erkrankungen im Durchschnitt mehr als 3 Jahre früher. Das heißt, ihre Lebenserwartung in guter Gesundheit ist noch erheblich niedriger. Und diese Unterschiede sind nicht durch Selbsthilfe, gewiss nicht allein durch Selbsthilfe zu beheben, denn es gibt mit einer Eindeutigkeit, die in den Sozialwissenschaften selten ist, die Einigung auf das, was wir das soziale Dilemma nennen. Das besagt, dass dieselben Gruppen und Schichten der Bevölkerung, die das größte Risiko tragen zu erkranken, behindert zu sein oder vorzeitig zu sterben, zugleich über die geringsten Möglichkeiten der Kontrolle ihrer Lebensumstände und der Selbsthilfe in wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Sinn verfügen. Die Menschen aus dem untersten Fünftel haben die geringsten Einkommen, den geringsten Bildungsstand, die geringsten Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf ihre Lebensumstände und damit auch ihren Lebensstil, die vergleichsweise schwächste soziale Unterstützung durch kleine soziale Netze und den geringsten politischen Einfluss, sowohl individuell als auch als Gruppe. Ob nun die Selbsthilfe in Deutschland mittelschichtlastig ist oder nicht, ist in der Literatur strittig und soll uns auch hier weiter nicht beschäftigen. Ich erwähne dieses Problem an dieser Stelle eigentlich aus 2 Gründen. Erstens zur Betonung der Notwendigkeit der stetigen und besonderen Beachtung des Aspekts sozialer Ungleichheit bei der Entwicklung und Organisation der Selbsthilfe und zweitens zur Untermauerung des Plädoyers bei allen Evaluationsversuchen zum Nachweis des ökonomisch berechenbaren Nutzens und erst recht bei deren Interpretation nicht bei der Ökonomie und ihren meist an irgendwelchen Durchschnitten gebildeten Kennziffern stehen zu bleiben. Denn die Gesundheitsökonomie, so wie sie vom wissenschaftlichen Mainstream oft betrieben wird, ist blind gegenüber humanistischen Werten und gesellschaftlichen und politischen Zielen. Zielstellungen können, und mehr sollen sie vielleicht, aber auch gar nicht, eine allgemeine Richtungsbestimmung sein, so wie ein Leuchtturm. Den haben wir auch nicht, um dagegen zu fahren, sondern den haben wir auch, um zu wissen, ob wir uns von einem Ziel entfernen oder uns ihm annähern. Für die Beurteilung und Bewertung von konkreten Instrumenten und Maßnahmen sind mit einer solchen Zielbestimmung noch keine Festlegungen getroffen und erst recht keine universell verwendbaren Indikatoren gewonnen. Ich möchte sogar nach all den Jahren Forschung bezweifeln, dass der Wert und die Qualität der Arbeit von Selbsthilfegruppen trotz aller einschlägigen Forschungen der letzten Jahre mit den vorhandenen Indikatoren wirklich bestimmt werden kann. Soziale Wärme, Lebensmut, das Gefühl, auf Unterstützung rechnen zu können, das Erlebnis, gebraucht zu werden, die Ebnung von Zugangswegen zu und der Beitrag zur rationalen Nutzung von medizinischen, pflegerischen und sozialen Leistungen lassen sich kaum quantitativ messen. Wir verfügen hier weder über gesicherte und oder konsensfähige Konzepte noch über Messinstrumente, um solchen Nutzen zu bestimmen. Wissenschaft und Politik reduzieren
in solchen Situationen die Betrachtung gerne auf das, was sich messen lässt, eurer ausgedrückt werden kann, und verwechseln das Ergebnis solcher Messungen dann gerne mit der Realität. Kürzer und prägnanter hat Albert Einstein dieses Dilemma zum Ausdruck gebracht in dem Satz: Nicht alles, was zählt, ist zählbar, und nicht alles, was zählbar ist, zählt. Ungeachtet dieser kritischen Bemerkungen zur ökonomischen Evaluation bleibt natürlich wichtig, dass Selbsthilfe ein vergleichsweise sehr kostengünstiges, um nicht zu sagen billiges Instrument moderner Gesundheitspolitik zu sein scheint. Nach den gängigen Zahlen nehmen in Deutschland ca. 3,5 Millionen Menschen an eine der ca. 100.000 Selbsthilfegruppen teil oder sind zumindest Mitglied in einer Selbsthilfeorganisation. Sie werden unterstützt, beraten, initiiert, qualifiziert und politisch vertreten durch über 300 Problem- und indikationsübergreifende Selbsthilfeunterstützungsstellen auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene sowie durch ungefähr ebenso viele krankheits- und problemspezifische Bundes- und Landesverbände. Die Finanzierung erfolgt in unterschiedlichem Mischungsverhältnis von Bund, Ländern, Kommunen, Krankenkassen, Rentenversicherungen, eigenen Beiträgen und privaten Spendern mit oder ohne eigenen Geschäftsinteresse. Diese Vielzahl der Unterstützer und Finanziers sowie auch der Unterstützungsformen und Finanzierungswege machen präzise Angaben zum Finanzierungsvolumen unmöglich. Aus der Förderung durch die GKV kommen jährlich ca. 80 Millionen Euro, gemessen an den jährlichen Ausgaben für Krankheit und Gesundheitssicherung in Deutschland von über 250 Milliarden Euro pro Jahr, während es knapp 3/10000, also 0,3 Promille. So viel zum ökonomischen Nutzen. Ebenso wie dieser ist auch der zivilgesellschaftliche Nutzen im Grunde unbestritten, ohne dass es besonders leicht wäre, ihn zu definieren oder gar zu bestimmen. Im freien Zugriff möchte ich zivilgesellschaftliche Infrastruktur definieren als Netz von Orten der Begegnung, der Kommunikation und der zielbezogenen Kooperation, deren TeilnehmerInnen Themen, Anreize, Regeln und Ziele weder vom Staat noch vom Arbeitsmarkt bzw. Betrieb noch vom Konsum und Markt noch zum Beispiel vom Medizinsystem definiert und gesetzt, sondern von den Beteiligten jeweils selbst entwickelt werden. Konsens besteht in den damit befassten Sozialwissenschaften darüber, dass diese Infrastruktur mit Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine ebenso knappe wie entwicklungsfähige, die entwicklungsbedürftige Ressource darstellt, mit der den gesellschaftlich insgesamt vorwiegend zentrifugalen, auf Individualisierung und Vereinzelung wirkenden Kräften entgegengewirkt werden kann. Wann und wenn und insoweit dies gelingt, produzieren Selbsthilfegruppen Kohärenz, sowohl im Sinne des praktischen Zusammenhalts von Menschen als auch des Gefühls davon. Das ist zunächst mal ein rundweg positiver Befund, der schon für sich genommen und ganz ohne Bezug zur Gesundheitspolitik die Förderung solcher Aktivitäten begründen kann und auch begründet. Allerdings sind auch hier aus meiner Sicht einige Idealisierungen zu vermeiden. Erstens, auch Selbsthilfegruppen können manchmal anfällig sein für die Herausbildung rigider und mangels Regulierung auch schwer zu beseitigender Hierarchien für neue Formen der Abhängigkeit von selbsternannten oder auch selbst erwählten Experten, Anführern oder Gurus. Die sich dabei herausbildenden Formen der sozialen Kontrolle in einer solchen Gruppe müssen keineswegs rationaler oder demokratischer oder humaner sein als zum Beispiel im Bereich abhängiger Arbeit. Und das Werteprofil solcher eher deformierten Gruppen muss nicht automatisch von Idealen der Basisdemokratie, der Toleranz, der Solidarität mit den Schwachen und des Respekts gekennzeichnet sein. Die Selbsthilfekontaktstellen kennen dieses seltene, aber im Einzelfall unerfreuliche Problem und wirken ihm entgegen. Zweite Gefahr der Idealisierung. Grundsätzlich wohl nicht aus der Selbsthilfearbeit zu eliminieren, ist auch das stete Spannungsverhältnis, latent oder offen, zwischen unbezahlter Arbeit von Betroffenen bzw. Helfern und hauptamtlichen Koordinatoren und Organisatorinnen. Und schließlich hat die Geschichte der Selbsthilfe in der
alten Bundesrepublik die Erfahrung bestätigt, dass die Rolle einer gesellschaftspolitischen Avantgarde mit ihrer Integration ins politische und administrative System auf Dauer nicht zu vereinbaren ist. Verglichen mit den 70er und den frühen 80er Jahren ist, man mag das bedauern oder begrüßen, aus der Selbsthilfe als einer politischen Speerspitze der Gesellschaft, mindestens aber der Medizinreform, ein anerkannter Akteur im Rahmen definierter, letztlich staatsdominierter Arbeitsteilung geworden. Die Teilfinanzierung der Selbsthilfe durch die Krankenkassen im Rahmen des § 20 SGB V, die Mitarbeit und Mitgliedschaft von Repräsentanten der Selbsthilfe im gemeinsamen Bundesausschuss und auch in den Gremien auf Landesebene ist ein Indikator für diese Entwicklung der Selbsthilfe von der sozialen Bewegung zum anerkannten Versorgungsakteur. Drittens, die gesellschaftspolitischen Ziele der Selbsthilfe haben sie im Laufe dieser Entwicklung, die ja zugleich irgendwie auch eine Erfolgsgeschichte ist, reduziert und beziehen sich heute vor allem auf die individuell bessere Krankheitsverarbeitung, also auf das, was viele Ärzte auch heute noch eher abschätzig als Laienarbeit bezeichnen. Diese Einengung hat ihre Form gefunden, in der von der Bundesärztekammer zu verantwortenden Liste von Krankheitsbildern für die Selbsthilfegruppe von den Krankenkassen gefördert werden dürfen. Und diese Liste ist eine abschließende Aufzählung. Anderes geht nicht. Und umso wichtiger ist es, den Bereich der Selbsthilfe auch weiterhin für Gruppen und Organisationen offen zu halten, die nicht auf eine der spezifischen Erkrankungen oder Behinderungen dieser Liste spezialisiert sind, sondern sich aus eigener Betroffenheit gruppenbezogen allgemeineren und neuen psychosozialen und sozialpolitischen Themen zuwenden. Denn Selbsthilfe als Arbeitungsansatz eignet sich für vieles. Hier treffen sich Menschen primär aus eigener Betroffenheit, um ohne soziales Gefälle durch praktischen, kognitiven und emotionalen Austausch ihr Problem als gemeinsames Problem zu erfahren und bessere Möglichkeiten der emotionalen, sozialen, psychischen, medizinischen und sozialrechtlichen Bewältigung zu entwickeln und um diese Bewältigung mit sozialem Rückhalt und Unterstützung aus der Gruppe zu erproben und zu stabilisieren. Das ist Empowerment pur und erhöht auch ganz zweifelsfrei die Gesundheitskompetenz im weitesten Sinne. Dabei bin ich nun nach der Erörterung des ökonomischen, des zivilgesellschaftlichen Nutzens beim zentralen Feld der Wirksamkeit der Stiftung von gesundheitlichen Nutzen, also der dritten und letztlich entscheidenden Ebene der Betrachtung. Obgleich unser Wissen über die Wirkmechanismen nach wie vor lückenhaft ist, erlauben vorliegende Befunde im Großen und Ganzen sehr eindeutig die Aussage, dass der gesundheitliche Nutzen von Selbsthilfe, also die erwünschte Wirkung verschiedener Formen von Selbsthilfe im Hinblick auf sehr, sehr viele Gesundheitsprobleme bzw. Krankheiten, in vielen sozial sehr unterschiedlichen Gruppen und in verschiedenen Kulturen und Weltregionen oft und gut nachgewiesen worden ist. Und zwar gilt das für alle relevanten Indikatoren der Gesundheit, Befindlichkeit, Lebensqualität, Symptomentwicklung, Rezidive, Krankheitsprogression, Lebensdauer, Hilfesuchverhalten sowie rationale Inanspruchnahme von medizinischen, psychologischen, pflegerischen und sozialen Leistungen. Im Gegensatz zu sehr vielen medizinischen Interventionen sind die unerwünschten Wirkungen der Selbsthilfe nahezu null bis sehr gering und insgesamt ganz sicher tolerierbar. Sie sind im Übrigen keine Besonderheit der Selbsthilfe, sondern treten auch bei der Inanspruchnahme des medizinischen Versorgungssystems auf. Die bekannteste gesundheitlich unerwünschte Wirkung ist die bei manchen TeilnehmerInnen beobachtete Verlaufsform von Selbsthilfeteilnehmer als Weg in die Krankheitswelt anstatt der Integration der Krankheit in die Lebenswelt, also des Weges zur bedingten Gesundheit im vollen Leben. Aber auch die TeilnehmerInnen, die sozusagen einen anderen Weg gehen, erleben Selbsthilfe als Hilfe in ihrem Leben. Diese relativ klare Befundlage im Hinblick auf die positiven gesundheitlichen Wirkungen von Selbsthilfe ist im Lichte der neueren Gesundheitsforschung keine große Überraschung. Denn gelungene Selbsthilfe hat alle Merkmale von Gesundheitsförderung. Schlicht gesagt, sie ist eine Form der Gesundheitsförderung.
Die heute im Bereich von Public Health international vertretenen Gesundheitskonzepte gehen von der im Grunde nahezu trivialen Erkenntnis aus, dass die Größe von Erkrankungsrisiken und die Qualität der Krankheitsbewältigung nicht nur von der Größe der Belastungen und Zumutungen oder vom Schweregrad der Krankheit abhängen, sondern auch und manchmal am stärksten vom Ausmaß der Bewältigungsressourcen der Betroffenen. Neben materieller und medizinischer Versorgung erweisen sich in solchen Forschungen immer wieder 4 psychosoziale Ressourcen als besonders wirksam für die Qualität und den Erfolg der Bewältigung. Das ist einmal das Selbstwertgefühl, das ist einmal das Selbstwirksamkeitserleben im Sinne von oder ausgelebt als Entscheidungsteilhabe. Das ist zum Dritten die Eingebundenheit in soziale Netze zur gegenseitigen Unterstützung, sowie viertens das Gefühl, dass es wirklich Wichtiges im Leben gibt, dass es also ein Erleben von Sinn gibt. Das bekannteste Konzept hierzu hat der 1994 verstorbene Sozialepidemiologe Aaron Antonovsky vorgelegt, die Salutogenese. Danach sind Menschen umso gesünder und bewältigen Krankheiten desto besser, je stärker sie über das feste Gefühl verfügen, sich in einer verstehbaren und beeinflussbaren Welt zu bewegen, Comprehensibility nennt er das, in der sie mit Aussicht auf Erfolg Wirkungen erzielen können, Manageability, die mit ihren eigenen Interessen und Zielen übereinstimmen, Meaningfulness. Diesem Welterleben, er nennt es Sense of Coherence, schreibt Antonovsky salutogenetische, das heißt gesundheitsstiftende Wirkung zu, und zwar nicht bezogen nur auf eine Krankheit, sondern als eine Art unspezifischer Schutzfaktor. Die OECD formulierte dies bereits vor über 20 Jahren in einem ihrer Leitsätze für die Gesundheitspolitik dieses Jahrhunderts. Es geht um den Shift of Emphasis from Medical Intervention to Health Promotion, um eine Schwerpunktverlagerung von medizinischer Intervention zur Gesundheitsförderung. Danach ist Gesundheitsförderung also keine vom Rest der Welt abgetrennte Intervention, sondern soll Bestandteil aller Aspekte des Umgangs mit Gesundheit und Krankheit sein. Und in der Selbsthilfe wird diese für die Modernisierung der Gesundheitspolitik zentrale Erkenntnis immer schon praktiziert und gelebt. Ist also alles prima mit der Selbsthilfe in Deutschland? Im Grundsatz sicherlich ja, aber vor diesem insgesamt erfreulichen Hintergrund gibt es eine Reihe von Problemen und offenen Fragen und Entwicklungsprojekten, von denen ich am Schluss nur 4 kurz anreißen will. Erstens, Patientinnen und Patienten werden als Zielgruppen der Werbung und Beeinflussung in Zeiten des Shared Decision Making, also der geteilten Entscheidungsfindung der Medizin, immer interessanter für die pharmazeutische und generell für die Medizinindustrie. Offen ausgewiesen unterstützen diese Wirtschaftszweige die Selbsthilfe mit etlichen Millionen Euro pro Jahr, geschätzt mit ca. 10% der Gesamtfinanzierung. Es besteht dabei stets die Gefahr von Interessenkonflikten. Auch hier ist das Problem innerhalb der Selbsthilfe längst erkannt. Es gibt Mechanismen für Selbstkontrolle, das Monitoring und auch zumindest partiell mehr Transparenz auf Seiten der Industrie. Die Frage bleibt, ob dies auf Dauer reicht, denn Selbsthilfe muss wirtschaftlich und inhaltlich komplett unabhängig sein und bleiben. Sie hat schließlich Aufgaben auch des Verbraucherschutzes zu erledigen und muss deshalb gegenüber allen kommerziellen Anbietern vollständig unabhängig sein. Zweitens, Gefahren der Instrumentalisierung resultieren auch aus der Teilnahme an und der Einbindung in politische Institutionen und Entscheidungen. Die Mitgliedschaft von Patientinnen und Selbsthilfevertretern im gemeinsamen Bundesausschuss, GBA, und in den Landesgremien wird bislang von allen Akteuren als positiv angesehen. Da geht es um Entscheidungen über Leistungen und Leistungskataloge, allerdings bislang nur mit beratender Mitgliedschaft ohne Stimmrecht in Sachfragen. An der Frage, ob ein volles Stimmrecht auch in inhaltlichen Fragen angestrebt werden soll, scheiden sich die Geister. Die einen sehen mehr Einflussmöglichkeiten und damit auch eine Stärkung der Selbsthilfe im System der Gesundheitssicherung. Die anderen sehen die Gefahr, dadurch gegebenenfalls in Entscheidungen auch zur Leistungskürzung und zur Leistungsverweigerung
und damit in der Perspektive möglicherweise auch in Entscheidungen über Rationierung eingebunden zu werden. Und das will keiner. Das ist gewiss keine leichte Frage. Und ich sehe mit Respekt und Freude, mit welchem Ernst und auf welch hohem Niveau diese Diskussion innerhalb der Selbsthilfe geführt wird. Drittens, die Selbsthilfe verkörpert den Ansatz, dass medizinische und soziale Versorgung als Einheit und von den Betroffenen her gesehen und gestaltet werden soll. Diese Sichtweise hat im deutschen Gesundheitssystem noch lange nicht den ihr zukommenden Einfluss. Neben der weiteren Sensibilisierung im professionellen Versorgungssystem, da haben wir in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, wäre dazu eine Verstärkung des politischen Gewichts der Selbsthilfe im Korporatismus des deutschen Gesundheitssystems hilfreich. Es wäre deshalb zu wünschen, die Kräfte der Selbsthilfe verbindlicher als heute zu bündeln und nicht nur durch die Vertretung im gemeinsamen Bundesausschuss und in den Landesausschüssen, sondern auch bei der Gesetzgebung, der Systemgestaltung und in der Öffentlichkeit stärkeres Gehör zu finden. Wenn man das will, muss man auf der anderen Seite beachten, dass dabei die notwendige Unabhängigkeit und die Vielfalt sowie die Basisorientierung der Selbsthilfeorganisationen erhalten bleiben. Auch diese komplexen Fragen der Organisation von Patienteninteressen scheinen bei den Organisationen gut angekommen zu sein und werden mit großem Ernst diskutiert. Viertens und letztlich, die Kluft zwischen den Potenzialen der Selbsthilfe und ihrer praktischen Nutzung nimmt zu. Insbesondere in 4 einander überschneidenden Gruppen der Bevölkerung ist die Kluft zwischen den Potenzialen und der praktischen Nutzung besonders groß. Das sind Jugendliche und generell jüngere Menschen, bildungsferne Gruppen, Männer und Migrantinnen und Migranten. Auch hier wird innerhalb der Selbsthilfe kontinuierlich und gar nicht ohne Erfolg nach neuen erfolgreichen Ansätzen gesucht. Und viele Hoffnungen ruhen natürlich auf dem derzeit sehr dynamisch arbeitenden Digitalisierungsschub. Sie sehen, es gibt genügend offene Fragen für die Zukunft und die Gestaltung der Selbsthilfe. Sie ist eine der lebendigsten und der am meisten zivilgesellschaftlichen Felder unseres Systems der Gesundheitssicherung. Mit Blick auf die Erfolgsgeschichte der Selbsthilfe in den letzten 40 Jahren und der eingangs erwähnten hohen politischen Konsensfähigkeit, da bin ich zuversichtlich, dass auch die darin liegenden Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden können. Ich danke für die Aufmerksamkeit.